Die wohl quirligste Badeanlage der Welt finden wir hier bei Kosmische Felsen in unserem pinken Superpark. Eigentlich irgendwie doof, dass man die Sachen hier nicht umfärben kann, ne? Das wäre auch noch richtig cool gewesen, wenn man hier die Sachen so hätte pink machen können. Das hätte ich schon ein bisschen gefeiert. Aber leider geht es ja nicht. Von daher müssen wir einfach mal damit zurechtkommen. Und schauen mal, ob wir hier was Neues hinpacken können. Haben wir Sonnenmilch schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, das wollte ich, glaube ich, hinstellen. Hab's dann aber nicht. So, dann passt es hier schon mal ganz gut hin. Was haben wir noch? Haben wir noch so aufblasbare Artikel oder so? Das wäre ganz cool. Aber die haben wir leider noch nicht. Wir können aber trotzdem mal Fanartikel hier irgendwo hinstellen. Das packe ich mal nach da unten. So. Ihr öffnen. Und guten Appetit. Okay, wer darauf rumkaut, naja, das würde ich nicht so empfehlen, aber meine Güte. Ah, die stehen überhaupt nicht auf die Whirlpools, ne? Das verstehe ich nicht. Die sind doch voll toll. Alle wollen so nur schwimmen. Hm, wie viele sind überhaupt da drin? 101 Leute. Okay. Wenn das so ist, dann nehme ich mal kurz das Darlehen hier weg. Weil das brauchen wir in dem Umfang gerade sowieso nicht. Oh Gott, hier mit der Helikopter fährt gar keiner mehr mit, seitdem das Pool-Dingel da ist. Wie gemein. Ich fand das Pool-Dingel voll toll. Oh, wir haben neue Bahnen gekriegt, aber nicht zu wenig, während ich gebaut habe. Seht ihr, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier, das große Ding könnten wir beispielsweise platzieren. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Dazu müssten wir jetzt mal hier ein bisschen das Gelände glätten. Sonst wird das, glaube ich, etwas schwierig. So, lulu. Lulu, lulu. So, machen wir mal alles schön glatt. Gott, wir haben jetzt 700 Euro dafür ausgegeben. Hilfe. So. Gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr Glätte, aber ich glaube... Ups. Das Ding passt da immer noch nicht rein. Weil das ist einfach zu groß. Also hier kriegen wir es vielleicht gerade... Nee, da fehlt ein Stück. Ach man, also müssen wir uns erstmal was Kleineres suchen. Den Roboterarm zum Beispiel könnten wir hier irgendwo hinstellen. Den würde ich dann hier hinten aber gerne in der Ecke platzieren wollen. Und so, dass wir da vielleicht noch durchkommen. Ja, okay, wir haben kein Geld. Mein Fehler. Gut, dann warten wir einfach, bis wir wieder Geld haben. Es dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Obwohl, bei Frisbee stehen sie auch nicht mehr so doll an, ne? Jawohl, jetzt kommen da wieder welche. Aber 50 Leute sind das immer noch nicht. Hm. Oh, es waren wieder welche mit den Helikoptern fahren. Ah. Da fahren doch noch welche mit, denn das ist ja gut. Sonst hätte ich jetzt befürchtet, wir müssen das abreißen oder so. Dabei finde ich die Bahn so süß. Die steht halt nicht in jedem Park. Das ist was Einzigartiges. So, bei Frisbee sind wieder einige gestrandet. Das ist sehr schön. So. Aber wir warten jetzt hier schon ganz schön lange auf unseren Roboterarm. Ach ja, das Seeschlangen-Shuttle. Juhu. Ich hätte lieber einen Roboterarm, ehrlich gesagt. So. Wir warten. Bei Frisbee stehen gerade mal zwei Leute an, ey. Wie traurig. Na gut, jetzt ein paar mehr. Oh. Okay, wenn ich sage jetzt ein paar mehr, dann kommen aber auch wirklich ein paar mehr. Nicht schlecht. Auf liegende Untertassen spielt. Hm. Fährt auch kaum noch jemand mit. Obwohl, diesmal sind alle besetzt, davor noch nicht. Gott, ist auch verwirrend hier. Immer das, was ich sage, trifft nicht ein. Ist doch total scheiße. Okay, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Halten wir das einfach mal fest. Aber ich habe jetzt trotzdem einfach mal hier das Dingel gebaut. So, und dann suchen wir uns jetzt mal einen Weg hier durch. Beziehungsweise hier rum, würde ich behaupten. Anders wird es, glaube ich, schlecht funktionieren. So. Ah, da müssen wir auch schon wieder dadurch. Okay, da haben wir wieder kein Geld. La la la. Wieder kein Geld. Na klar, kein Ding. So, jetzt haben wir Geld. Geld, Geld, Geld. Gut, dann sind wir da wenigstens schon mal angekommen. So, ich überlege gerade, wo ich den Weg hier lang führen lasse. Nirgendwo hin, weil wir wieder kein Geld haben. Ach, ist so schön. Ach ja, kein Geld zu haben ist so toll. So, dann lasse ich den Weg einfach noch hier lang kommen. Wenn wir dann wieder Geld haben.
Oh Mann, das entwickelt sich jetzt zu einem wahren Running Gag. Und da warten wir wieder. Na klar. Das ist gar kein Ding. Yay, wir haben es geschafft. So, testen. Alle 10 Minuten. Auf 2,50 machen wir mal. Volllast und eröffnen. So, alle mal einen Roboterarm. Und dann besorgen wir uns hier noch ein paar schicke Mülleimer. Weil ich traue dem Frieden hier nicht, dass das lange sauber bleibt. Da noch einen hin. Hier und dort. Schick. So, ich überlege gerade, wo wir hier noch eine Toilette hin platzieren können. Ihr kennt mich, Toiletten sind so wichtig. ich würde hier oben noch eine hin platzieren. So. Dann packen wir die genau dazwischen. So, eröffnen und ihr habt eine Toilette. Supi. Gut, aber ich hätte hier gerne halt noch ein bisschen was zu essen oder was zu trinken, aber wir kriegen ja nichts anderes. Das ist so traurig. Ach, Menu. Naja, immerhin stehen sie da an. Das ist ja schon mal etwas. Dann geben wir ihnen mal noch ein paar Bänke. Wir sind ja mal nicht so. Können sie sich hier wenigstens auch hinsetzen. So. Sehr schön. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ich habe es nur irgendwie vergessen. Was wollte ich denn noch machen, verdammt? Ach ja, genau. Ich wollte gucken nach unserem Personal, weil ich die Befürchtung habe, dass das langsam hier ein bisschen Probleme bekommen wird. Wenn wir hier das immer größer machen und ich mal jemand Neuen einstellen. So, ich drehe uns hier mal noch einen neuen Mechaniker ein. Oh, ich kann ihn nicht ausbilden. So, jetzt. So, da geht es ihm auch besser. Sehr gut. Und die anderen habe ich ausgebildet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ha, gut, jetzt können sie sich ja endlich mehr drum kümmern. Dann läuft der Laden vielleicht auch wieder ein bisschen flüssiger. Gut, und dann versuche ich mal hier noch die ein oder andere tolle Lampe zu platzieren. Na, na, na. Schick. Und machen wir hier auch noch. So. Ja, sehr schick. Oh, wir haben eine neue Attraktion. Das ist cool. Aber wir haben immer noch nicht genug Geld dafür. Also würde ich jetzt einfach mal hier noch ein bisschen was aufnehmen. Was soll's? So, geh mal weg hier. Das muss jetzt hier keiner sehen. Und dann schauen wir mal. Wo wollen die Leute auch mitfahren? Das ist ja die Frage. Also bei dem Ding, dem traue ich einfach nicht. Ich befürchte einfach, dass da kaum einer mitfahren wird. Deswegen weiß ich nicht so recht, warum ich es hinstellen sollte. Aber wenn wir es da hinstellen, dann ist da wenigstens was ausgefüllt. Deswegen stelle ich das da jetzt einfach mal hin und dann warten wir mal, was passiert. So, da kommt das hin. Da stellen wir mal das hin. So. Kann ich hier auch noch eine Toilette platzieren? Haha. Oh Mann. So. Dann steht da jetzt auch ein Weg. Das ist schön. Also, das denn? Alle 10 Minuten. Haben wir mal 2,70. Volllast. Irgendeine Musik. Und eröffnen. So, tada. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich überlege gerade, ob wir hier schon eine Toilette brauchen. Da würde ich lieber eine erste Hilfe hier nochmal hinstellen. Au, oh, yay! Wir haben es geschafft, wie gut. 1, 2, 3. So, dann zeigt es wenigstens genau dahin. Gut, eine erste Hilfe kann man nie zu wenig haben, aber ich würde gerne hier noch ein paar Pflänzchen platzieren. Was hatten wir denn hier für welche? Hatten wir diese pinken zum Beispiel? Ja, die hatten wir auch, sehr gut. Dann stelle ich die mal hier hin. Hihi. Hi. Ah, ich stehe auf pinke Pflanzen. Pinke Pflanzen sind toll. So. So. Und da auch noch. Und dort. Yay. Gut, haben wir noch irgendwie was anderes außer die? Haben wir sonst noch das genommen? Ja. Haha, gefunden. So. Da kann ich es nicht hinpacken, aber da...
So, das ist okay. Dann hier noch hin. Und dort. Und hier. Und auf dieser Seite. Ja, ey, wenn wir schon mal einen pinken Park haben, möchte ich doch überall pinke Blumen. Ganz einfach. So, wo sind unsere pinken Büsche hier noch? Ich wollte doch sagen, wir haben doch hier noch mehr. Ist doch nicht so, als hätten wir hier nur zwei, drei Sachen. Wir haben doch so eine schöne Auswahl hier bekommen. Dann sollten wir die auch mal kräftig anwenden. Sudale. Und dann haben wir kein Geld mehr, weil ich alles für Pflanzen ausgegeben habe. Ja, gut, dann ist das jetzt einfach mal so. Aber wir haben dafür schöne Pflanzen und unser Park ist noch pinker geworden. Ist das nicht toll? Gut, habe ich das Ding hier eröffnet? Ja, sehr schön. Dann kommt uns da auch das halbwegs entgegen. Jetzt brauchen wir noch 60.000 Störungstoleranz, die Mittel ist. Na, das wird auch interessant, das zu erfüllen. Ich weiß immer gar nicht, wie das geht, das zu erfüllen. Aber wird schon irgendwie gehen. So, was ist das hier? Ach, das Ding. Das Ding, was keiner braucht. Na, wie gesagt, ich würde gerne hier noch diese Loopingbahn haben. Aber ich bezweifle halt irgendwie, dass wir uns das leisten können, da ich jetzt erstmal hier eine Menge Gelände begradigen muss. Und ich glaube, dass das ganz schön ins Geld geht, wenn wir das machen. So. Gut. Wir haben das Loch hier noch lochiger gemacht. Ich will irgendwie das ganze Ding hier rausradieren. Und das wird halt ein bisschen kosten, glaube ich. Aber ich werde uns einfach mal das Geld holen. Ist mir jetzt auch egal. Weil dann können wir hier wenigstens hemmungslos bauen. Und das ist doch gleich schon viel schöner. So, ich mache hier gleich mal alles gerade, damit wir auch hier schon reingehen können. So. La, la, la. Ja, so ist das. So, jetzt haben wir echt eine Menge Kohle dafür ausgegeben. So, das machen wir auch noch runter hier. So. So. Und da hatten wir kein Geld mehr. Scheiße, nee. Aber dafür haben wir jetzt richtig viel Platz. Das hat sich doch insoweit gelohnt. Oder? Also ich finde schon. Jetzt brauchen wir halt nur wieder Geld, um das Ding zu bauen, was ich eigentlich bauen wollte. Ja, so. Also nehmen wir nochmal schön was vom Kredit auf. Ach, Menno. Komm mit, kleine Loopingbahn. Vor allem, da passen kaum Leute rein, ne? Das ist irgendwie finanziell auch nicht so der Bringer. Hä, warum kann ich das hier nirgendwo hin platzieren? Das muss doch irgendwo mal eine gerade Stelle sein hier. Da ist eine gerade Stelle. Da muss ich nochmal ran, glaube ich. Und das nochmal gerade machen. Weil irgendwas ist hier noch nicht gerade. So, jetzt müsste aber eigentlich alles gerade sein. Ja, das sieht doch schon besser aus. Besser aus. Besser aus. Ich platziere es mal so. Und so. Und so. Und dann lassen wir das einfach mal hier rumführen. Tada! Ist das nicht gut? Haben wir jetzt hier schon was anderes gekriegt? Nee, natürlich nicht. Gut, alle 10 Minuten machen wir mal zwei. Na gut, machen wir drei. Volllast, wie viel passen rein? 6 Gäste, na. Supi. Haben wir irgendeine tolle Musik für. Ich glaube, das hier ist so eine Weltraummusik. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die Öffnung gut funktioniert. Ja, ich glaube, das klingt so halbwegs wie. Naja, wie halt so. Naja, wirklich Weltraummusik ist das nicht. Aber mir gefällt es trotzdem. Oh Mann, ey. So, wie sieht unsere Badeanlage hier aus? 103 Personen. Unsere Ziele? Oh, wir haben den VIP beeindruckt. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie überhaupt hier ist. Okay, gut, dann tschüssi. Ja, und jetzt brauchen wir noch 60.000. Wie schaut es da mit den 60.000 aus? Und jetzt haben wir 49.000. Das heißt, wenn wir hier noch genug hinstellen, dann schaffen wir das. Dann sind wir hier so mega cool. Und packen das irgendwie. Ich würde dann als nächstes den Oktopus hier hinstellen. Ich war Oktopussy, wir machen das. Stell dich da einfach hin, ob du willst oder nicht.
So, ich hätte es gern dazwischen, aber genau da passt es gerade nicht rein. Ist ja ärgerlich. Na gut, dann stellen wir es halt dahin, ist mir auch Wurstpiepe. So. Und so. Und testen. Und alle 10 Minuten. Und Volllast. Und 2,60, genau, das ist eine gute Zahl. So. Und dann lassen wir das einfach hier außenrum führen, ist auch egal. Perfekt. Und ja, öffnen wir das einfach mal. Aber es ist überhaupt nicht pink. Warum ist es nicht pink? Es muss doch pink sein, verdammte Axt. Werde pink und rosa. Werde ein rosa Oktopus. Ja, ich glaube, so ist die Farbe von einem, also ein Krakending besser. So, jetzt ist es schön pink und rosa. Alles muss pink und rosa sein. Und in einer rosa-pinken Welt, ach, das ist wie verliebt sein, ist das? So eine rosa-rote Brille, total toll. Ach, nee, ey. Ja, ich bin verliebt in unserem Park. Ich hoffe natürlich, dass wir den beim nächsten Mal fertig kriegen. Also in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass ihr mich fleißig weiter unterstützt, diesen pinken Park fertig zu kriegen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!